Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte heute mal wieder eine Karte basteln. Und zwar ist die heute hier entstanden mit viel Embossing und auch ein bisschen Glitzer. Das zeige ich euch nachher noch. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran. Für die Karte brauche ich doch heute ein bisschen mehr Material. Denn ich habe gedacht, ich muss unbedingt mal meine Stanzen mit passenden Stempeln rausholen, die ich vom Action habe. Ich habe aber auch noch ein Set von Sizzix benutzt, was ich schon Ewigkeiten habe und sehr selten benutzt habe. Und da wollte ich bei den Stanzen und Stempeln, gut bis auf den Spruch, habe ich heute mal auf Stampin' Up verzichtet. Und ich muss sagen, das war auch mal nicht schlecht. Ich habe benutzt eine Grundkarte, das ist dunkelgrau und wir brauchen ein Stück ungefähr A5 weißes Tonpapier, dann in irgendeiner Weise Vellum und das könnt ihr entweder selbst embossen oder schon embossed kaufen. Ich habe hier von Sustrene Grene so ganz tolles, das habe ich auch schon ein bisschen länger. Und ich werde hier dieses mit den Punkten nehmen. Maße findet ihr wie immer unten in der Infobox. Die kann ich euch so gerade aus dem Kopf gar nicht sagen. Die Stempel bzw. Stanzensets. Zum einen der Spruch. Ich habe ja gesagt, beim Spruch habe ich jetzt nicht auf Stampin' Up verzichtet. Das ist hier die Stille Schönheit, ein Celebration Set, was es bis Ende März gab. Und da habe ich hier einfach alle guten Wünsche genommen. Also das ist nicht nur für Trauer, aber wie immer wisst ihr, passt es an mit dem, was ihr habt. Und wenn ihr keine Stanzen habt, könnt ihr eure Motive natürlich auch immer noch mit der Schere ausschneiden. Der Schmetterling stammt hier aus diesem Action-Stempelset und da kann ich dann nämlich auch gleich die passende Stanze benutzen. Das müsste ich auch mal wieder auf ein bisschen stärkeren Karton machen. Aber das hält erstmal so. Dann außerdem dieses herbstlich angehauchte Set, da ist die Stanze für das Blatt. Da brauche ich aber das Stempelset nicht, sondern nur die Stanze. Und zum Schluss dieses Set hier von Sizzix, und zwar Flower and Tags heißt das. Die vom Action haben ja leider keine Namen, deshalb gebe ich denen immer selber Namen, damit ich beim Organisieren noch durchblicke. Aber das ist hier tatsächlich der Name. Und ich finde eigentlich auch ein super Set, auch super, um Geschenke zu verzieren. Aber wie das immer so ist, man benutzt es zu selten. An Stempelfarben brauche ich zunächst erstmal die klare Tinte, die Klebetinte, um zu embossen. Und da habe ich Gold genommen. Dann ein dunkelbraunes Stempelkissen für den Spruch. Für den Hintergrund zwei lila Stempelkissen und für die Blüte habe ich hier so ein dunkelrosa genommen. Also es hat schon einen pinken Unterton. Langsam habe ich hier keinen Platz mehr. Dann noch ein Inkblending Tool und dann habe ich hier diese Schwämme benutzt. Pinsel, die es ja ganz teuer gibt. Ich weiß den Namen nicht mehr. Und ich habe den hier vom Action und ich muss sagen, mit ein bisschen Übung klappt das echt gut. An der Stelle könnt ihr natürlich aber auch die Hintergrundtechnik mit den Malerrollen nehmen. Da verlinke ich euch hier oben auch nochmal ein Video. Dann natürlich wie immer ein bisschen Flüssigkleber und 1 mm Foampads. Dann auch sehr oft benutzt den Ring of Stella.
Zum Stanzen braucht man natürlich eine Stanz- und Prägemaschine, Papier, Schneider, Hebeschneider, sowas in der Art. Und dann habe ich persönlich, weil meine Stempel teilweise ein bisschen schwierig sind, die beim ersten Mal zu stempeln, noch eine Stempelhilfe genommen. Ihr müsst es aber nicht machen. Ihr könnt auch einen normalen Acrylblock nehmen. Und jetzt können wir endlich anfangen zu basteln. Ich nehme mir als erstes meinen Hebeschneider und schneide mir meinen Hintergrund bzw. meine Mattung zu. Wie gesagt, Maße findet ihr unten in der Infobox. Das ist schon mal unsere Mattung, die können wir zur Seite legen. Und dann schneide ich mir hier auch noch mein Vellum zu. Und jetzt bei meiner ersten Karte war mir das ein bisschen zu breit. Deshalb mache ich es jetzt ein bisschen schmaler. Und das lasse ich in der Länge und schneide es dann lieber nachher ab, wie wenn es zu kurz ist. Und ich mache weiter mit dem Stempeln. Wie gesagt, ich nehme jetzt meine Stempelhilfe einmal, weil ich habe beim ersten Mal gemerkt, dass ich doch einige Stempel nicht so gut stempeln lasse. Und aus dem Set nehme ich mir jetzt hier diese Blume. Die ist doch mal richtig cool. Und was ich interessant finde bei den Stempeln, die haben hier Lücken. Weil meistens kennt man ja, dass das eine Fläche ist, aber die haben hier Lücken dazwischen. Also die haben das Silikon da ausgeschnitten. Dann nehme ich mir hier meinen Rest, der übrig geblieben ist von der Mattung. So, einmal fixieren. Und dann nehme ich mir mein Rosa. Und wie immer hier der Trick. Wenn ihr die Farbe besser auftragen wollt, legt einfach ein eine DVD-Hülle drunter. Und dann geht es deutlich einfacher. Ich habe auch bemerkt, und das ist mir bei meiner anderen Stempelhilfe nicht so krass aufgefallen, dass man am Rand gerade hier so viel Kraft aufbringen muss, um das richtig gestempelt zu kriegen. Also da bin ich noch nicht so überzeugt. Diesmal hat es schon deutlich besser geklappt wie bei meiner ersten Karte. Aber ich habe immer das Gefühl, ich muss doch ziemlich stark aufdrücken. Aber das kann auch an mir liegen. Wenn ihr hier den Stamparatus habt, könnt ihr mir ja gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Und mich würde an dieser Stelle auch interessieren, ob ihr die Materialien zuvor sehen wollt oder ob ich gleich mit dem Basteln starten soll und ihr dann einfach während des Videos seht, was ich benutze. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das würde mich wirklich mal interessieren. Aber dann zurück zum Basteln. Jetzt nehme ich mir hier meinen Schmetterlingsstempel. Und den möchte ich ja embossen. Das heißt, auch den nehme ich wieder auf. Und hier sehen wir dann gleich das nächste Problem, was ich mit diesem Action-Stempel habe. Der stempelt nämlich nicht an allen Stellen. Und es sind immer wieder dieselben Stellen, wo ich nicht die Möglichkeit habe, das richtig zu stempeln. Das sieht jetzt tatsächlich mal richtig gut aus, bis auf eine Stelle. Probieren wir es da nochmal. Und dann kommt da das Embossing-Pulver drauf. Deckel finden. Hier sieht es schon wieder aus. Ihr macht euch keine Vorstellungen.
Ich habe gestern schon das Video für Donnerstag gedreht und es war ein Heidenchaos. Aber naja. So, ich gebe jetzt das Pulver hier drüber. Und das ist tatsächlich mal richtig gut. Ich hätte den Embossing Buddy nehmen sollen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Weil normalerweise hatte ich immer hier das Problem und hier das Problem deutlich größer. Man sieht hier zwar immer noch eine kleine Lücke, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ich bin jetzt erstaunt, dass das jetzt so gut geklappt hat. Weil wenn man sich den Stempel anschaut, dann sieht man hier auch vom vorherigen Stempeln, dass diese Stelle am Körper immer frei geblieben ist. Das Schwarz ist nur an den anderen Stellen. Aber naja, hat das mal geklappt. Und dann erhitze ich jetzt den Schmetterling einmal. Und ich muss sagen, ich finde es jedes Mal aufs Neue einfach spannend zu sehen, wie das Pulver schmilzt. Und jetzt sieht er echt gut aus, der Schmetterling. Das Etikett stanzt sich erst drauf und stempel dann. Deshalb nehme ich mir jetzt erstmal meine Big Shot. So, alle Stanzen gefunden. Die versuche ich jetzt so gut wie möglich hier anzulegen, dass der Abstand überall gleich ist und den Schmetterling werde ich wohl danach stanzen müssen. Das passt nicht ganz. Aber das stanze ich jetzt einfach aus. Genauso wie mein Fähnchen. Das könnt ihr natürlich auch super selber machen. Dafür braucht ihr keine Stanze. Und das Blatt. Und das war ein Fail. Das kann ich also nochmal machen. So, Anlauf 3 hat einigermaßen geklappt. Da nehme ich mir jetzt einfach nochmal die Schere, um ihr ein bisschen überdimensioniert, aber nein. Und schneide hier oben so ein bisschen bei den Flügeln nach, dass der Rand nicht ganz so groß ist. Und dann passt das. Wenn wir jetzt einmal beim Embossen sind, dann embosse ich gleich noch die zweite Runde. Das macht jetzt aber ein bisschen mehr Spaß, weil einfach das Teil nehmen auf das Stempelkissen und dann mit einer Pinzette oder ähnlichem einfach draufdrücken. Und für mich reichen jetzt hier die ersten drei Reihen. Wenn ihr das ganze Stück verwenden wollt, dann müsst ihr natürlich alles mit Stempelfarbe bedecken. So. Dann wird das auch geföhnt und dann trage ich noch mindestens eine Schicht auf. Und jetzt haben wir da eine schöne Goldschicht drauf. Das heißt, Embossing ist auch erledigt. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe eine Farbe noch vergessen. Und zwar habe ich meinen Schmetterling noch in einem Blau eingefärbt. Da könnt ihr aber natürlich auch auf dieselben Farben zurückgreifen. Ich fand das nur als farblichen Akzent noch ganz schön. Und das machen wir jetzt auch gleich mal. Nehme ich mir hier mein Blending Tool. Ich hoffe, ich habe euch das gezeigt. Wenn nicht, tut mir leid, ihr könnt es auch mit dem Make-up-Schwämmen machen. Geht genauso.
Und zwar möchte ich jetzt außen deutlich mehr Farbe haben wie innen. Aber ich tupfe das erstmal noch so ab und fange dann von außen an. Wie gesagt, da darf das ruhig ein bisschen konzentrierter sein. Und dann gehe ich ganz vorsichtig nach innen. Dann gehe ich hier außen nochmal drüber. Und auf der anderen Seite nochmal. Und dann fällt es auch nicht mehr ganz so doll auf, dass man da nicht ganz akkurat gearbeitet hat. Oder dass der Stempel nicht so wollte wie man selbst. Und ich finde, mit dem Gold ist das einfach. Es passt so gut zusammen. Das Inkblending-Tool behalte ich gleich. Und mache das Ganze auch nochmal mit der Blume. Dann nehme ich jetzt auch die Farbe, die ich zum Stempeln genutzt habe. Und hier bin ich jetzt aber ein bisschen vorsichtig. Das heißt auch wieder ein bisschen abtupfen. Und dann ruhig erstmal an den Kanten. So sieht man es ein bisschen und dann kann man immer noch entscheiden, wie weit man jetzt tatsächlich in die Blume gehen möchte. Das reicht mir schon. Und jetzt kommt eigentlich der Teil, der am meisten Spaß macht. Und das ist, den Hintergrund zu gestalten. Das heißt, ich nehme jetzt hier meine Mattung und am besten eine Seite, die einigermaßen sauber ist, damit ihr euch keine Farbe mit reinschmiert. Jetzt nehme ich meine zwei Lilaten und fange mit dem helleren an. Und ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr unten es dunkler macht und nach oben hell oder so wie ich an der Seite dunkler und nach rechts heller. Das müsst ihr einfach entscheiden, was euch besser gefällt. Ich muss sagen, mir gefällt das so ganz gut. Deshalb werde ich das auch wieder so machen. Und da jetzt einfach so ein bisschen reingehen, dann kann man an der Seite immer ein bisschen was abmachen. Jetzt drehe ich das um, da ist nämlich schon Farbe drin. Und dann mit am besten gar keinem Gewicht drüber gehen. Und dann vorsichtig nach oben arbeiten. Und mit dem ersten wirklich einmal bis nach oben arbeiten, sodass ihr auch oben ein ganz bisschen Farbe habt. Wahrscheinlich werdet ihr durch das Licht nicht ganz so viel sehen. Dreht das mal. Na, es bringt nicht viel. Aber ich habe jetzt hier deutlich mehr Farbe. Hier oben werde ich jetzt gar nicht mehr rangehen, sondern ich würde so im unteren Drittel arbeiten und da jetzt einfach ganz langsam wieder ohne Druck die Schichten aufarbeiten, sodass ich dann unten wirklich schön dunkel bin. Jetzt könnt ihr das auch so langsam besser sehen. Und wenn ich merke, dass mir der Übergang hier oben zu hart wird, dann gehe ich einfach auch nochmal mit dem bisschen Rest, was ich habe, drüber. Und ich muss sagen, die braucht man kaum sauber machen. Wenn man die Farbe gut abgetragen hat, bleibt da echt nicht viel über. Also man kann super von einer Farbe in die andere, ohne dass man den irgendwie jahrelang trocknen müsste. Mit der dunklen Farbe bin ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtiger und fange dann hier unten an. So, ich habe nicht mehr ganz so viel Farbe. Fange erstmal hier unten an, wirklich nur am Rand das Ganze dunkler zu schattieren. Und wenn ich dann nicht mehr so viel am
Pinsel habe, dann gehe ich auch noch so ein ganz bisschen die Seite hier hoch. Und damit definiere ich die Kante einfach noch mal ein bisschen. Und ihr könnt, ich habe noch so leicht bunte Hände, ihr könnt auch gut mit einem zweiten Stück euch, ich zeige das euch einfach mal, denkt euch einfach mal, das wäre jetzt ganz, könnt ihr es auch so gut festhalten und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch irgendwelche Fingerabdrücke oder ähnliches drauf macht, deutlich geringer. Nicht so wie ich jetzt hier mit Flecken, aber naja, ist handgemacht, sieht keiner. Dann sind wir jetzt nur noch einen Schritt vor dem Zusammensetzen und das ist eigentlich nur noch hier unseren Anhänger zu bestempeln. Dafür brauche ich jetzt hier versteckt mein dunkelbraunes Stempelkissen, mein Spruch. Ich habe es endlich geschafft, mal nachzufüllen. Und den stempel ich jetzt ein bisschen weiter nach rechts. Genug Farbe. Und ist diese geschwungene Schrift nicht schön? Also ich finde die super. Und an der Stelle könnt ihr euch jetzt noch überlegen, ob ihr den Rand auch noch mal ein bisschen anfärben wollt. Ich denke, ich werde das diesmal auch machen. Das war mir ein bisschen zu hart. Ah, wo ist es hier? Wieder das Inkblending Tool. Und dann einfach ganz vorsichtig an den Kanten. Nicht zu viel. Das habe ich nämlich auch probiert mit den beiden lila Tönen hier so drüber zu gehen. Sah nicht aus. Hat mir nicht gefallen. Also ihr seht, ich probiere auch bei meiner Anfangskarte immer eine Weile und mache nochmal was neu, weil auch mir das nicht immer gleich gefällt. So. Ich klebe jetzt nicht gleich meine Mattung auf, sondern ich kümmere mich zuerst hier um das Vellum, denn ich habe hier noch was überstehen und das will ich dann abschneiden können. Und ihr könnt entweder, wenn euer Stück lang genug ist, ich werde das jetzt einfach mal probieren. Also ich lasse hier unten so einen kleinen Spalt und dann gucke ich mal, ob ich das umfalten kann. Dann habt ihr nämlich nicht das Problem, dass ihr herausfinden müsst, wie es hier festklebt. Bei den goldenen Punkten wird es jetzt gehen, aber das sah auch nicht so schön aus. Und dann setze ich hier drunter einfach ein bisschen Flüssigkleber. Und auch das klebe ich jetzt mit Flüssigkleber auf. Damit es richtig hält. Ein Papier drüber und mit der Rolle. So, jetzt ist es doch relativ ohne irgendwie aufgewirbelt zu sein. Das finde ich gut. Dann auf die Blume setze ich 1 mm Foam Pads. Und da gucke ich jetzt, dass ich oben ein bisschen mehr Platz lasse, um dann das Blatt dann noch drunter zu setzen. Und dann müsst ihr einfach mal gucken, wo euch die Blume gut gefällt. Ich setze jetzt ein bisschen tiefer, also die Mitte der Blume ist ein bisschen tiefer wie der Übergang vom Vellum zur Mattung. Hier kann gleich mal was abgeschnitten werden.
Umso einfacher lässt sich das drunter setzen. Wie gesagt, solange ihr die nicht festdrückt, ist alles okay. Nehmen wir noch ein Stückchen hierher. Wir wollen ja auch ein bisschen was von dem Blatt sehen. Den Schmetterling kann man dann sich noch ein bisschen biegen, dass der nicht so flach ist. Bei dem Spruch setze ich jetzt nur hier bei dem Wünsche ein 3D-Formpad hin. Dann kann ich das nämlich auf der Blume flach aufkleben und es geht gerade weiter. So, einmal gucken, dass es die richtige Seite ist. Und dann lege ich mir auch das erstmal hin. Das sieht jetzt ganz gut aus, das heißt, die Blume drücke ich an. Hier nehme ich die Schutzfolie ab und gebe noch ein bisschen Flüssigkleber drauf. Auch hier nehme ich Flüssigkleber für den Schmetterling, man kann aber auch Klebepunkte nehmen. Und dann fehlt nur noch der Wink of Stella. Und da die ganz einfache Technik: Pinselspitze in den Deckel und einmal die Flüssigkeit hier drauf spritzen. Und da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, über den Spruch gehen oder über die Blume. Beglittert, was ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch direkt beglittern. Das wäre mir jetzt ein bisschen viel. Aber da hat ja jeder so seinen Geschmack. Und hier ist unsere Karte. Ganz oben seht ihr auch ein ganz bisschen die Sprenkel. Hier nochmal das erste Modell. Da habe ich ein bisschen. Ah! Ich sehe, was ich vergessen habe, warum der Schmetterling auch anders aussieht. Den Schmetterling und das Blatt muss ich noch festkleben, habe ich nämlich direkt beglittert und dann sieht der Schmetterling auch nochmal ein bisschen dunkler aus. So, jetzt aber die zwei Karten. Ich hoffe, ihr seht auch hier das breitere Vellum. Ich muss sagen, mit dem schmaleren finde ich es ein bisschen besser. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Variante ihr schöner findet. Und wir sehen uns dann aller spätestens Donnerstag wieder zum Challenge-Video. Bis dahin, tschüss!